Es ist wieder soweit. Ich werde mir meine Haare färben bzw. nachtönen. Und bevor ihr euch fragt, warum ich so mega dann aussehe, ich war gerade eben bei einer Gesichtsbehandlung und ja, die große Hoffnung, dass meine Pickel irgendwie ein bisschen besser werden, ist vorhanden. Aber solange muss ich eben mit komischen Sachen und Methoden leiden. Wer sich fragt, hier läuft gerade The Boys Staffel 3. So, ich habe mir eine neue Farbe besorgt, weil die alte ausverkauft war. Und zwar dieses Mal nehme ich von L'Oréal Paris dieses Zeug. Ja, müssen wir mal gucken. Und zusätzlich wieder mein komisches, was auch immer das ist. Und ja, ich versuche das jetzt so zu mischen, dass es Sinn ergibt. Ich hoffe, dass es dieses Mal nicht abschmiert, weil ich actually darauf achten möchte, wie viel von diesem Zeug ich brauche. Und zwar 75 Gramm. 76. Passt auch. Und zusätzlich von der Farbtube eben alles da rein. Und jetzt mischen wir das und hoffen, dass ein schöner pinker Pudding dabei rauskommt. Njam, 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 njam. Neu gefärbt, wie ihr sehen könnt, es ist rot geworden. Es ist ein bisschen ein helleres Rot und ich habe meine Nägel lackiert und auch gleich mein Bein. Das ist übrigens der Grund, weshalb ich mir selten meine Nägel lackiere. Aber da ich die Tage Bilder machen gehe, ne, mussten Nägel neu lackiert werden. Außerdem habe ich morgen Geburtstag und das heißt, ich habe mir auch die ganze Woche dann jetzt freigenommen. Also heute ist noch ein bisschen Homeoffice und morgen und übermorgen habe ich frei und arbeite jetzt ein bisschen vor, damit ich da nicht ganz so viel irgendwie so ein bisschen noch zwischenschieben muss. Deswegen cutte ich jetzt noch ein bisschen und ja, ne? Später bekomme ich Besuch, da freue ich mich ziemlich drauf. Und heute Abend gibt es zusätzlich noch einen Special Stream. Wir spielen nämlich gemeinsam Fall Guys und feiern meinen Geburtstag rein. Das wird richtig, richtig cool. Ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt. Ich hoffe, das funktioniert alles. In den meisten Fällen streame ich ja immer alleine, weil das für mich immer ein bisschen leichter zu koordinieren ist. Und deswegen bin ich bei sowas immer total aufgeregt. Mal ganz davon abgesehen, dass ich Geburtstag habe und das ist auch halt. Ja, ne? Irgendwie alles ein bisschen gruselig. Ich weiß nicht. Mögt ihr alt werden? Kommt ihr damit gut klar? Ich bin da immer sehr verwirrt, aber. Hi! Also meine Haare sind in der Zwischenzeit ein bisschen getrocknet und das Rot gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist ein bisschen heller als das, was ich für gewöhnlich habe. Und mein Besuch ist inzwischen auch da und außerdem habe ich ein Kleid an, denn mir wurde ein Kleid mitgebracht. Es ist ein wundervolles Kleid. Ja. Es hat hier so einen Schlitz. Ja. Ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen für heute Abend. Und ja, also Haare mache ich nachher noch auf, aber die sind jetzt erstmal zu. Ich habe es geschafft, mir am Bein was zu verletzen. Also kurze Triggerwarnung. Hier aus diesem Korbding war nämlich so ein kleines Korbteil, was rausgestochen hat. Und das hat mir in mein Bein gestochen. Hatte hier noch diese komischen Pflaster, die ich von meiner Mom geschenkt bekommen habe. Und ja. Das schon nicht schlecht. Passt sehr gut zum Outfit, würde ich sagen. Wir sind jetzt auf dem Weg in ein richtig fancy-schmancy-Restaurant und ich bin richtig happy, weil meine Family ist da, mein Bruder ist da und das ist einfach richtig, richtig, richtig cool und ich freue mich aufs Essen. Wir haben gerade eben noch coole Cosplayer getroffen und jetzt gibt es hoffentlich richtig nices Essen. Ich bin sehr gespannt. Wir haben gerade Cocktails bestellt und die sehen schon mal ziemlich, ziemlich nice aus. Die zeige ich euch mal kurz. Das ist meiner. Dann habe ich hier den von meiner Mom. Ich glaube, das ist wieder gut. Ja, klar. Den hier. Dann haben wir auch den Circle of Friends. Und hier haben wir noch diesen merkwürdigen. Was ist das? Das ist ein Fisch. Deep Blue. Wie ein Fisch hier. Und nochmal so ein Freundeskreis. Ja.
Guten Morgen. Wir haben ziemliches Chaos in meiner Wohnung, denn ich bin hier nicht alleine, sondern alle möglichen Menschies sind da, die mit mir zusammen gestern meinen Geburtstag verbracht haben. Und wir frühstücken jetzt gleich zusammen. Und ich wollte euch aber unbedingt einmal mein Outfit zeigen. Das habe ich nämlich gestern geschenkt bekommen und ich finde es einfach wirklich umwerfend schön. Tja, also so ein schwarzes Oberteil mit einem Rock. Und der Rock ist hier so offen und das finde ich richtig nice. Jetzt aber erstmal essen, frühstücken. Ich habe Hunger. Nachdem wir jetzt ausgiebig gefrühstückt haben und ich nochmal einige Outfits zusammengesucht habe, sind wir jetzt auf dem Weg in die Mall of Berlin und dort werden wir richtig coole Bilder machen, die ihr wahrscheinlich auf meinem Social Media Accounts dann sehen könnt, unter anderem auf Insta. Ich freue mich auf jeden Fall total drauf und ich habe auch richtig coole Outfits gestern geschenkt bekommen, hatte die jetzt alle übrigens an und die sind echt schön und das wird einfach toll, ich freue mich drauf. Also ist auf jeden Fall richtig cool, sind, wie ihr sehen könnt, super viele verschiedene Fotolocations und ich hoffe auf jeden Fall, dass eine Handvoll echt gute Sachen bei rumgekommen sind und es macht auf jeden Fall super viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Bei mir so ganz normaler Hotdog und dann haben wir hier das hier. What? Ich bin super fertig und lege mich jetzt noch ein paar Minuten hin, bis wir dann essen gehen. Aber ich habe euch noch was zu zeigen. Und zwar, mein Mitbewohner war in der Zwischenzeit da und der hat mich nicht gesehen, als ich Geburtstag hatte. Und das möchte ich euch mal zeigen. Da. Eine Sonnenblume. Bester Mitbewohner ever. Ja, und jetzt gibt's, wie man weiß, puren Wodka. Hallöchen, wir haben den nächsten Tag und es hat actually wirklich ein bisschen abgekühlt. Und deswegen bin ich heute auch ein bisschen wärmer angezogen. Ich gehe jetzt auf den Markt und treffe da meine Family und frühstücke dort mit denen. Und ja, ne, nach dem gestrigen Abend, ich habe ein bisschen Hunger. Ja. Es gibt übrigens in den Gärten der Welt so eine richtig nice Gondelbahn und dann auch so einen Aussichtspunkt und auf dem sind wir gerade und es ist mega hell und ich habe keine Sonnenbrille dabei. Das ist nicht ganz so praktisch, aber passt schon. Vor allem, weil ich meinem Bruder einfach gleich das Käppi abluchsen würde. Man kann natürlich diese ganzen Treppen bis nach da unten laufen oder man wartet auf den Fahrstuhl. Also wir haben jetzt hier so ein Informationsschild gefunden und das ist sehr informativ. Darf ich vorstellen? Keine Fahrradfahren. Kein Fahrradfahren. Kein Kein Fahrradfahren. Kein. Lass den Scheiß zu Hause. Kein Fahrradfahren, keine Schnüre und Helme beim Spielen, nicht barfuß laufen, keine Hunde, keine Drogen. Ja. Mein Kind. Irgendwie sind hier sehr merkwürdige Geräusche und so. Ich
Ich möchte übrigens einmal anmerken, dass ich von meiner Reisegruppe gemobbt werde. Wir machen immer komische Geräusche, wenn ich Aufnahmen mache. Wow. Wow. Einfach chinesischer Garten. Und immer noch überhaupt nicht hell oder so. Wir sind jetzt im japanischen Garten angekommen. Das war natürlich ein Garten, der in keinem Fall fehlen durfte auf unserer Gartentour durch die Gärten der Welt. Und hier ist unter anderem auch ein Steingarten, den ich euch gleich einmal abfilmen werde. Da war gerade ein Vogel, sorry. Ja, also sollten wir nicht mehr rauskommen, dann ihr wisst, wo ihr uns findet. Ja, nice. Fängt ja schon mal 10 out of 10 an, würde ich sagen, oder? Erst mal angefangen und instant in der Sackgasse gelandet. Hunger, Durst, Verzweiflung, kein Zeichen von der Zivilisation. Wir werden hier nie wieder rausfinden. This is fine. Mein Akku ist zwischendurch ausgegangen und ich sehe auch schon, dass der zweite Akku, den ich mit dabei habe, irgendwie auch nicht mehr viel hat. Von daher kürzen wir das jetzt ein bisschen ab. Geschafft! Hat gar nicht so mega, mega lange gedauert, oder doch? Wer weiß das schon. In jedem Fall, der Park war echt richtig, richtig, richtig nice. Hat Spaß gemacht, war sehr schön. Es ist einfach auch super Wetter heute gewesen. Nicht zu warm, nicht zu kalt. War dementsprechend einfach ein sehr, sehr gelungener Ausflug in die Gärten der Welt. Wir haben am Abend, waren eben noch richtig, richtig gut essen und jetzt heißt es mit diesem komischen Roller-Ding nach Hause fahren. Beziehungsweise vielleicht auch noch in eine Bahn, wir gucken mal. Auf jeden Fall ein Problemchen habe ich und zwar kriege ich jedes Mal absolute Panik damit. Ich bin sehr froh, dass ich das nebenbei nicht vloggen kann, wie ich mit diesem Ding fast hinlatze. Wundervoll. Also Rollerdings habe ich jetzt abgesetzt und es war ein bisschen eine sehr, sehr, sehr holprige Fahrt. Aber warum auch immer, mein Roller ist auf maximaler Geschwindigkeit nicht so schnell gefahren wie die anderen. Was aber vielleicht auch ganz gut ist. Ich bin angekommen, sicher. Und das ist gut. So, läuft ja schon ein ganzes Weilchen, aber ich bin auch mit dabei, heute beim Kegel-Event. Ich habe mein wundervolles Crew-Shirt an und Leute, ich bin richtig fertig. Also wir sind schon ein paar Stunden mit am Start und ich bin echt müde. Ich gönne mir jetzt einen Kaffee und dann mache ich weiter. Arbeiten, vloggen, Instagram-Stories. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool, mit am Start zu sein. Nee, das war keine Eins. Das muss ich Team Tetrapack angucken, denn da habe ich das ja so mittig kam. So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Das Event war wirklich richtig, richtig krass und heftig und sehr, sehr, sehr cool. Und jetzt, ja, bin ich ein bisschen fertig. Also es war ein richtig, richtig, richtig cooles Event. Ich durfte unheimlich viele Leute mal wirklich treffen, die ich bis jetzt nur über Livestreams kannte. Und das ist wirklich richtig, richtig, richtig nice und hat super, super, super viel Spaß gemacht. Und ja, Leute, eine Woche gevloggt. Dementsprechend sehen wir uns wahrscheinlich dann nächste Woche wieder. Und
Es hat mich riesig gefreut, mal wieder so einen vollständigen Vlog in einer Woche durchzudrehen und nicht irgendwie sowas länger produziertes. Und ich hoffe, dass der jetzt auch wieder regelmäßig kommt und ihr wieder regelmäßig mit am Start seid. Von daher, im Optimalfall sehen wir uns nächste Woche wieder zu einem neuen Vlog.